Ich sollte das Bild mal wieder schnell aufhängen, oder? Oh, oh. Verstecken. Verdammt. Jetzt habe ich das Bild nicht aufgehängt. Ui. Puh, was hat er denn gemacht? Was hat er denn hier gemacht? Ich habe ja die Briefe alle mitgenommen, ne? Wie das hier aussieht. Warum liegt denn hier überhaupt so viel zerrissenes Papier auf dem Boden rum? Aha. Ich schau mal. Was ist denn das? Oh, legen wir das auch noch weg. Gut, nichts Interessantes mehr. Die Sachen kann ich mir alle hier nicht mehr angucken. Okay. Dann zurück zum Tresor. Drehen Sie die Schlossscheibe und suchen Sie gleichzeitig die Stelle, an der Sie am deutlichsten die Mechanik hören können, um so zur korrekten Kombination zu gelangen. Aha. Ach so. Nummer 1. Ich glaube, da höre ich gar nichts in die Richtung. Nimm mal die andere. Ich höre nichts. Mist. Ich höre nichts. Oh! Tatsache. Mist. Nee. Dieses Schlipp. Dieses schlippende, schleifende Geräusch. Kommt das hiervon? Nein. Da war was. Ja. Wie gut, dass wir immer ein Stethoskop dabei haben. Brief Nummer Uno. Brief von Lord Harrington. Ich bewundere all diese Bedürftigen so ungemein. Sie sorgen für so viel frischen Wind. Mit ihnen zu kommunizieren ist eine wahre Freude. Und sie sind so klug. Nicht so wie wir. Vielleicht sollten sie Lord sein und wir gewöhnliche Menschen. Okay. 7. November. Das heißt, das Treffen soll heute stattfinden. Einladung zum Treffen. Sehr geehrter Lord Marsh, unser Treffen findet bei der Grunston-Eiche am 7. November statt. Diesem Schreiben liegt eine Karte bei, damit Sie den Treffpunkt ohne Probleme finden können. Das ist die Karte. Hui, und das war's. Auch kann ich das nicht wieder hinhängen? Ich würde das so ungern hier so offen liegen lassen. Der kriegt doch mit, dass ich hier gewesen bin. Ah. Ja, ich würde fast sagen, wir können eigentlich jetzt gehen. Was haben wir denn hier? Ah. Kartenteil. Im Archiv soll ich nach der Grunston-Eiche oder auch Grunston-Oak suchen. Ja gut, dann reisen wir erstmal zurück in die Baker Street. Ich muss das Arbeitszimmer weiter durchsuchen. Oh, was? Uiuiui. Dann finde ich vielleicht hier auf die Art und Weise mit unseren besonderen Fertigkeiten noch ein bisschen was. Ah, vielleicht hier noch am Schreibtisch. Oder hier... Diese Blumen sind wahrscheinlich der Dankesstrauß. Hm. Also hier ist nichts mehr drin. Er hat hier irgendwas gemacht. Da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher.
Vielleicht sehen wir das so. Hat er irgendwas hier weggenommen? Ich glaube nicht. F ist ja unser unsere Vorstellungsfähigkeit. Aber ich kann mir hier gerade nichts vorstellen. Nein, ich kann mir so gar nichts vorstellen. Ah, naja, gut. In Ordnung. Ich glaube, ich weiß, was ich tun soll. Ich glaube, ich soll jetzt einfach ein bisschen deduzieren. So, und zwar haben wir ja jetzt hier die leidenschaftlichen Jäger und den Quartermain Club. Mhm. Da unten ist es. Jäger, Lord Marsh und seine Freunde sind leidenschaftliche und erfahrene Jäger. Ja, sehr wahrscheinlich. Und die Einladung. Lord Marsh wurde zu einem Treffen eingeladen, das heute bei der Grunston-Eiche stattfinden soll. Okay, dann ist es das doch nicht. Dann bin ich hier wirklich noch nicht fertig. Oh, der Teppich. Das Bild. Das habe ich doch alles. Ich glaube, hier gab es nichts weiter. Nee. Was haben wir denn hier so? Irgendwas hing hier mal. Ich würde sagen, Sie leiden womöglich doch nicht nur an einer einfachen Grippe, Lord Marsh. Wo ist denn Ihr werter Freund, Dr. Watson? Oh, er steckt seine Nase bestimmt gerade wieder in anderer Leute Angelegenheiten. Das ist nicht mal gelogen. Schnell nehmen! Mylord, es tut mir leid zu stören, aber ich muss Sie an Ihre Verabredung erinnern. Schon so spät? Verzeihen Sie, Dr. Watson, aber wir werden woanders erwartet. Können wir Sie ein Stück mitnehmen? Sie gehen aus? Das ist in Ihrem Zustand nicht sehr ratsam. Das ist lieb gemeint, aber das Elend ruht nie. Ich werde gebraucht. Nun, passen Sie gut auf sich auf, Lord Marsh. Ich werde Ihnen meine Diagnose zukommen lassen, Dr. Fischer. Danke, Dr. Watson. Auf Wiedersehen. Der macht mir den Eindruck, als hätte er Tuberkulose. So. Ach, schade. Leider kann Watson nichts deduzieren. Schade, dabei hat er doch sicherlich jetzt herausgefunden, worum es sich bei der Krankheit handelt. Wie gesagt, meine Schätzung, Tuberkulose. Nicht ungewöhnlich in der Zeit. So, ist denn... Hä? Ach so. Stimmt. Ich bin wieder Sherlock Holmes. Okay. Wenn Watson seinen Hut nicht aufhat, sieht er so anders aus. Ich dachte gerade, hier sitzt der Fischer wieder in Verkleidung. Okay, ich wollte mir etwas angucken. Einmal im Archiv zu dieser Grunston Oak. Und dann an meinem Analysetisch das Taschentuch, was Watson von Marsh mitgebracht hat. Die Grunston Oak. Ich schaue erstmal hier. Sehen Sie sich das an. Das ist ernst. Was? Ich komme sofort. Na gut, dann erstes Taschentuch. Watson, was machen Sie an meinem Tisch? Ich muss nur etwas von Lord Marsh überprüfen. Oh, das wird bestimmt wieder spaßig. Meine Intuition sagt mir, dass Lord Marsh etwas über seine Krankheit verschweigt. Sein Husten, sowie sein Fieber und die starken Schmerzmittel bringen mich zu dem Schluss, dass er ernsthaft krank ist. Da haben wir das Blut. So, was machen wir denn hier mal als erstes? Sehen wir uns das einmal an. So, wir stellen den Fokus erstmal in die andere Richtung. Da ist das Blut. Auswurf mit kleinen Blutstropfen. Ich könnte eine Probe davon unter dem Mikroskop untersuchen. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen das mal mit dem Spatel auf. So. Und legen das dann mal auf unseren Objektträger. Sehr schön. Ist ein bisschen eklig. Fügen wir der Probe mit Chemikalien Farbe hinzu. Mhm.
Carbolfuxin, Alkoholsäure oder Methylenblau. Dafür brauche ich eine Pipette. Gut. Und Methylenblau. Nein, das ist die dritte Chemikalie. Ach, okay. Oh, dann nehmen wir die. Tatsächlich in der richtigen Reihenfolge. Mhm. Und rauf damit. Plup. Ja. Die zweite. Und rauf damit. Sich jetzt irgendwie nicht besonders verändert. Und jetzt das Methylenblau. Jetzt ist es Sehen bläulich. Wir uns nun die gefärbte Probe unter dem Mikroskop an. Mhm. Da. Sehr schön. Halten Sie Ausschau nach ungewöhnlichen Elementen. Erst einmal sollen wir hier so durchscrollen. Was ist denn das da? Das da vielleicht? Nein. Was? Da, das da. Hm? Ich würde sagen, das ist ungewöhnlich. Das da. Die großen Sachen nicht. Oh, da. Mykobakterien. Lord Marsh ist ganz offensichtlich ernsthaft krank. Holmes, die Angelegenheit ist sehr ernst. Wie ich bereits befürchtet habe, Lord Marsh leidet an Tuberkulose. Sagen Sie bloß. Ja, das sage ich. Und Holmes, er wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich in ein Sanatorium geht. Und dennoch setzen Lord Marsh und Dr. Fischer alles daran, diesen Umstand geheim zu halten. Interessant. Aber warum? Ja, warum, Watson? Aber mein Gott. Glauben Sie etwa, dass er sich die Krankheit bei der Hilfe für die Armen zugezogen hat? Wie schrecklich. Ich muss nun etwas erledigen, was ich nicht aufschieben kann. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, während ich weg bin. Diese Krankheit ist extrem ansteckend und bedenken Sie, es sind Frauen im Haus. Vielen Dank, Miss Alice. Bis später. Wir sehen uns später, Caitlin. Wo warst du? Sie hat mir ein Buch gegeben. Sie ist so nett. Ich glaube, sie mag dich. Wohl eher nicht. Wie steht es um deinen Fall? Es geht so. Dracula? Ja. Wusstest du, dass das Buch bei uns im Internat verboten ist? Sieh an. Ach, wie niedlich. So, Caitlin. Das ist so romantisch. Wie alt sie wohl ist. Also an der Größe kann ich das hier jetzt gerade so gar nicht abschätzen. Also an der... In Anbetracht der Größe. Gut, jetzt muss man ein bisschen was abziehen. Zurzeit waren die Menschen etwas kleiner, würde ich sagen 10. Eigentlich würde ich sagen 8 von der Größe her, aber gut. So, ich wollte mir aber noch was anderes angucken. Hier aber nicht mehr, hm? Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Mhm. Ja, ja. Genau. Da, ich will mir noch was angucken. So. Forschungsberichte, Zeitungen und Enzyklopädien. Kunst und Architektur. Ökonomie, Technik, Geschichte. Botanik. Botanik. 100 legendäre Eichen Englands. Die Grunston-Eiche. Die Grunston-Eiche ist ein seltsamer und geheimnisvoller Baum, der in Epping Forest steht. Der Ursprung des Namens ist nicht überliefert, auch wenn sich zahlreiche Legenden und Sagen um den Baum ranken. Unter anderem wird behauptet, dass etliche Jahre lang Hexen ihre Zeremonien in der Nähe dieses Baumes abhielten. Diese Rituale würden letztlich dafür sorgen, dass jeder, der den Stamm der Grunston-Eiche berührt, auf alle Zeiten verflucht sei. Da, gefunden. Die Grunston-Eiche steht in Epping Forest. Das ist der Ort, der auf Hursts Karte zu sehen ist. Mhm. Sehr schön. Tuberkulose, ja. Ja, mit der Tuberkulose hatten wir es auch schon bei Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper zu tun. Auf der Karte, die der Einladung an Lord Marsh beilag, ist die Grunston-Eiche markiert. Mhm. Tja, dann werden wir da wohl als nächstes hinreisen.
Ich glaube nicht, dass ich mit Caitlin hier noch irgendwie mehr tun kann. Wie aufregend! Dann liest du mal weiter und kümmere dich schön um Tobi. Sieh an. Ein verdientes Nickerchen nach einem harten Arbeitstag. Auf meinem Kissen. Na, wie immer. So, reisen wir dann mal nach Epping Forest. Versuchen wir, den Ort mit Hilfe dieser Karte zu finden. Oh wei. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Die Grunston Oak. Wir haben... Ach so, ich kann auch noch weiter nach oben und nach unten, oder? Richtig. Eieieiei. Wir brauchen etwas, wo sich mehrere Sachen hier kreuzen. Und was ist denn das hier? Soll das vielleicht ein See sein? Ich halte mal da... Was war das? The Hawkwood? Wooded Wells? Irgendetwas, wo sich viele Sachen kreuzen. Oh, da. Ich glaube, ich habe es gefunden, oder? Soll das das hier sein? Nee. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich sowas hier suche. Das ist also Connor Water, tatsächlich ein See. Dann dürfte die in der Nähe eines Sees stehen. Hillwood. Ich suche einen See. Hier gibt's aber keinen mehr. Das ist schlecht. Tatsächlich, hier gibt's nirgendwo mehr einen. Aha, da ist ein schöner großer Fettfinger drauf. Auf der Karte. LC. Was sollen wohl diese Sachen hier heißen? Gibt's denn... Es gibt keine Legende zu der Karte, ne? E, F, I, L, J, or L, P. Okay, das sagt mir alles gar nichts. Ja, dann muss ich hier tatsächlich jetzt danach einfach suchen. Nach diesem Straßensystem oder was es sein soll. So, was haben wir da? Hier kreuzen sich mehrere Sachen, aber nicht so. Nicht so. Also hier gehen zu viele Sachen ab. Doch, Grunston Oak, da ist es doch. Da. Da ist er. Verdammt. Ich muss mich beeilen, wenn ich erfahren will, was im Wald vor sich geht. Vater, dieser Junge, Wiggins, kommt er öfter hier vorbei? Er hilft mir manchmal bei meinen Ermittlungen. Warum fragst du? Ich will mit ihm plaudern. Plaudern? Vater... Im Internat gibt es nur Mädchen und die sind alle so unglaublich langweilig. Wiggins hat bestimmt viele spannende Geschichten über sein Leben hier in London auf Lager. Es wäre so romantisch. Der Augenaufschlag gerade, dieses Augenrollen von Holmes. Ja, er ist nicht ratlos. Ach komm, Holmes. Ja, ist er schockiert? Soll er eher scherzen oder soll er vernünftig mit ihr reden? Vorhin haben wir eigentlich auch schon mit ihr gescherzt, ne? Weil wir uns ein bisschen über Watson lustig gemacht haben. Oh wei, wo soll das nur mit Caitlin hinführen? Ich rede mal vernünftig mit ihr. Caitlin, weißt du, Wiggins hatte nicht das angenehmste Leben bisher. Das macht ihn nur noch interessanter. Oh, Kate. Ich lass dich jetzt alleine. Na gut, ich kann sogar noch was deduzieren hier. Die Karte und die Einladung. So, Hursts wusste Bescheid. George Hurst weiß über das Treffen von Lord Marsh und seinen Freunden in Epping Forest Bescheid. Ich gehe davon aus. Denn er hatte schließlich eine Karte darüber. Oh, aus... dieser Herleitung plus dem Treffen und den echten Lovett Scouts haben wir noch was Neues. Nach Epping Forest gehen. Lord Marsh und seine Freunde sind zu der Stelle im Wald gegangen, die auf der Karte von George Hurst markiert ist, um dort ein Treffen abzuhalten. Dann reisen wir mal nach Epping Forest. Epping Forest.
solange sie überleben. Was? Und jetzt? Okay, wir müssen irgendwie... Oh! Verdammt! Der ist ja hinter mir. Ach du Schande. Nein, 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 nein. Verdammt, ich bin so langsam jetzt. Das ist eine Bärenfalle. So ein Mist, eine Bärenfalle. Ich habe mich jetzt hier versteckt. Der kommt mir zu nahe. Oh Mann, ich brauche neue Deckung. Nicht getroffen, nicht getroffen. Jetzt kann ich wieder rennen. Oh, verdammt, oh, verdammt. Da ist neue Deckung. Ich renne einfach weiter. Ich renne einfach weiter. Einer der beiden Wege. Ich würde sagen, dorniges Gebüsch. Sehr unzugänglich. Egal, aber ich glaube, ich werde dabei nicht so schnell gesehen. Na komm schon. Oh. Das war die falsche Entscheidung.